Die New York Stock Exchange oder kurz NYSE ist die wichtigste Aktienbörse der Welt und wird auch als die Wall Street bezeichnet, weil es da diese kleine Straße gibt in New York, an der diese Börse liegt, die wir auf diesem Bild sehen. Sie ist eine Präsenzbörse, das heißt, früher haben die Leute da wirklich rumgeschrien und dann Deals gemacht. Heutzutage läuft halt immer mehr über elektronische Handelssysteme, weswegen die Börse Probleme bekam, da sie auch ein kompliziertes rechtliches Konstrukt ist. Da sind zum Beispiel die deutschen Börse, war da technisch besser und natürlich viele junge Unternehmen oder Technologieunternehmen sind auch an die Nasdaq-Börse gegangen, was ein Problem für die New York Stock Exchange war. Jetzt gibt es sogar auch neue Börsen, alternative Handelssysteme, die da weiter das Wasser ein bisschen abgraben. Trotzdem, das Handelsvolumen ist natürlich auch gestiegen, weswegen die Börse davon auch wieder profitiert hat und es halt auch viele andere Umsatzquellen gibt, neben den Provisionen beim Aktienhandel oder mit anderen Wertpapieren. Also was muss man wissen? Ist die wichtigste Börse der Welt und ist in New York.